Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, wir haben in den letzten Folgen hier einiges wieder umgebaut. Hier die ganzen Weichen und Kreuzungen wurden alle neu gemacht. Und wir haben 1,3 Millionen. Genauso haben wir aber auch die Forschung hier oben fertiggestellt. Das bedeutet, diese Forschung ist durch. Wir können ja eine neue rein theoretisch starten. Müssten wir halt gucken, was. Oh, das hört sich doch auch gut an. Ein Steinbruch. Eine Kupfermine. Oh, und eine Sandgrube. Kann hier gleich nochmal in Angriff genommen werden. So. Hier kommen jetzt aber Möbel rein, da wir als nächstes Möbel produzieren wollen. Und dafür müssen wir das Ganze erstmal hier starten. So. Hier ist der Eingang. Ist die Frage, was braucht das Teil? Wir müssen jetzt erstmal so eine Verarbeitungsstelle. Alter, ist die groß! Die macht aus Platten das. Okay. Platten produzieren wir eh hier. Bedeutet, wir machen halt hier einen Absacker sozusagen. Dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir das dazwischen aufteilen. Nicht speichern, nicht jetzt speichern. Genau, perfekt. Wir drehen das Teil um. Ja, ich kann das natürlich wieder nicht move, ne? Es hat, oh, es hat hinten einen Ausgang. Okay, zu gut zu wissen. Na, warum hat das der Ausgang? Warte mal. Aber ist ja rein theoretisch wurscht. Das schon mal weiß, dann kann man das rein theoretisch auch nutzen, indem wir jetzt die Terminals, nein, keine Terminals, ah, ich brauche Produktionsanlagen, Production, Verarbeitung. Stellen wir hier eine auf, eine Schreinerei. Und zum Beispiel hier, das ist jetzt so die erste Testrun mal. Ich sage, ich will hier jetzt zum Beispiel rein, dann gehe ich hier raus und laufe hier rum. So, beide sollen Möbel produzieren. Ihr seid beides Einlass. Dann sollten beide Schreinereien arbeiten können und mir Möbel produzieren. Genau, geil. Oh nee, das ist falsch. Da kommt nichts raus, das kommt hier unten raus. Genau. Da würden dann die ersten Möbel produziert werden. Geil. Alter, schaut euch diese... Das ist Masse, was hier verarbeitet wird. Holla, die Waldfee. Und jetzt legen wir noch eine Produktion... Alter, das ist hier Hightech... So, noch eine Schreinerei. Also ich will mir hier anlegen, sollte sich hoffentlich ausgehen. Ich will nicht keinen Platz verschwenden, ehrlich gesagt. So, dann drehen wir nicht hier beide auch um direkt. Wir brauchen hier ein Förderband, was hier hinläuft. So, umdrehen. Perfekt, das läuft. Und dann wieder Förderband dahin anschließen. Beide werden Möbel produzieren. Weil somit halten wir die ganze Produktion auch hier am Laufen. Da ist ja nicht die Überlegung, ob man nicht sogar zwei Förderbänder macht. Ich probiere jetzt mal was. Was ist, wenn ich hier zum Beispiel hier noch anschließe? Eine Doppellinie draus mache komplett. Wir probieren mal das. Schaden tut es ja so oder so nicht, aber wir können damit sozusagen immer 50% aufteilen, schon bei der Produktionslinie.
Je mehr wir reinkriegen, desto besser ist natürlich die Produktion auch von den Möbeln. Und wir können schauen, wie viel wir auf Lager kriegen automatisch. Das sind jetzt 4 Produktionslinien. Und für Platten müsste ich hier dann Kupfer anliefern. Oh, warte mal, hier steht was. Wieso? Ah, okay. Ja, vielleicht müssen wir das hier auch mal erweitern, dass wir hier dazwischen eine Ampel schalten können. Dann gilt das nicht als ein Punkt. Das ist gleich kritischer. Kritisch nochmal. Müssen wir aber in vielen Impfungen, genau, in vielen Kreuzungen noch machen. Anscheinend jetzt läuft sie nicht auf 100% Last. Ich glaube, wir kriegen die Dinger halt nie und nimmer voll. Der produziert viel schneller, als wir liefern. Das ist der Wahnsinn, wie schnell die Dinger produzieren. Wahnsinn! Also das ist jetzt echt unglaublich, wie viel Masse... Ah, schaut euch mal die Produktionslage auch aktuell an. Wir produzieren ordentlich. Das will ich hier auf jeden Fall nicht verschreien. Dass wir nicht schlecht produzieren, dass wir nicht gut produzieren. Weil das ist... Wir haben so viel Holz auf Lager, dass das jetzt eh alles nach da unten fällt. Und selbst wenn, haben wir eine Doppelabfuhr. Das macht das Ganze eh noch einfacher. Im Grunde muss es ja nur auffüllen. Das ist eh schon bei 62, jetzt schon. Wir werden nicht irgendeinen Zug modifizieren, glaube ich, der pro liefert. Muss mal gucken, Details, auf was kann ich dich einstellen? Ne, dafür brauche ich, muss ich den Zug umwandeln. Vielleicht nehmen wir eh die älteste Maschine einfach mal. Warum liefert der nochmal Holz nach da ganz hinten? Ah ne, der bringt Holz woanders ganz anders hin. Sind die Lieferungen zu... Oh. Der braucht mehr Holzlatten. Der braucht mehr Holzlatten. So, meine blöde Idee. Wir haben hier ein... Oh, neue Lagerhäuser. Wie viel können die halten? Info. Beladezeit, Entladezeit. Ja, das ist mir eigentlich wurscht. Mir geht eher darum, wie viel passt hier rein. Okay, nicht wirklich viel mehr. Für mich wäre interessant, so eine ein Terminal mehrteiliges. Neue Terminals wären mal ganz nice. Das wäre so ein Luxusgut eigentlich aktuell. Die Stadt wächst ohne Ende. Und mir fehlt einfach der Platz. Also unsere Holzproduktion läuft auf jeden Fall schon mal. Das schaut aber auch gut aus. Das muss man lassen. Ups, jetzt. Ah, guck mal. Ah, Zoom-Modus. Und da jetzt schaut sich schon. Jetzt sind wir auch schon voll. So schnell geht das. Und der hier ist auch bald durch. Auf was habe ich nochmal gerade geforscht? Alter, wie viel Ressourcen der hier verfügbar hat. Alter, jetzt staut sich schon an. Dann wird sich das anstauen. Dann staut sich die hintere Linie an. Das geht jetzt rakizuki. Weil solange er es nicht rauskriegt, kann er nicht... Oder doch, er arbeitet weiter. Betriebskosten, ja okay, wir haben natürlich riesige Betriebskosten aber doch dadurch, aber wir haben jetzt schon wieder fast 1 Million und mit dem Verkauf wird es natürlich noch besser. Was mich interessieren würde, ich habe doch bestimmt noch irgendwo ein Terminal, wie viel sind wir eigentlich aktuell wert? 15 Millionen. Ich würde sagen, wir sind kein billiges Unternehmen mehr. Wo sind die anderen Forschungsstations? Hier. Die muss immer auf Latten warten. Ich mache doch die Forschung gerade. Oder? Bin ich doof? Glas herstellen, dafür brauche ich Sand. Kupferverhütung, da brauche ich Kupfer für. Dafür brauche ich Stein. Was kann ich da draußen machen? Stein, Ziegel und Kies. Oho. 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 So, hier sind dann neues Depot, neue Güterbahnhöfe und neue Passagierbahnhöfe und Balkenbrücken. Okay. Das ist geil. Fachwerkbrücken können, okay. Straßen. Das ist das, was mich interessiert. Weil hier ist ein Güterterminal 2. Aber dafür brauchen wir Stein. Dafür brauche ich Eisenbarren und Kupferkabel. Dafür brauche ich Stahlbarren. Habe ich auch nicht.
Glasscheiben habe ich auch noch nicht. Was kann ich denn dann da machen? Fortschrittliche Holzrahmen und fortschrittliche Möbel. Wie fahre ich denn schon auf Forscht? What the fuck? Dann danach kommt die Betonherstellung, dann ist es auch wieder durch. Ich mag mal, mich würde interessieren, wie weit die Tenter noch kommen. Was kommt da alles? Computergeräte. Erfinden den ersten Computer, um das Spiel zu gewinnen. Erfinde den ersten Computer, um das Spiel zu gewinnen. Ich kann das Spiel gewinnen. Aber warum steht hier alles? Okay, nur kurz erstaunen. Ich kann das Spiel gewinnen. Ist mal die Kreuzung kurz frei. Ich würde gerne umbauen. Ich müsste hier eine Schiene breiter machen. Aber da können wir währenddessen mal Terraforming betreiben erst. Terraforming! Ein neues Schienengleis einführen. Dass dieselben Sachen überall. Einfach mal dreispurig schnell gemacht. Ne, absolut kein Problem mehr. So, jetzt machen wir hier noch dieselbe Aufteilung. Dadurch ist nicht das Gleis dann fertig. Nein, dann will ich keinen. Und dann machen wir jetzt hinten zu. Und dann werden die sich hoffentlich für bald für das andere Gleis entscheiden. Zack. Bau jetzt hinter dem einfach direkt ab. Ich muss einfach breiter bauen teilweise. Ich glaube, ich bin einfach zu pingelig und versuche so wenig Platz wie möglich. Oh no! Bräuchte genau hier ein Gleis. Leck mich doch am Sack! Terraforming! Kann ich schon mal so weit umbauen, dass ich hier unten einfach Platz krieg. Ich werde langsam pisst. So. Wie breit muss denn sowas sein? Das ist ja der Horror. So. Dann reißen wir das ab und wir machen hier Schienen. So. Jetzt passt aber hier hoffentlich. Genau das wollte ich die ganze Zeit. Oh mein Gott, genau so sollte es sein. Oh, schön. So, okay. Jetzt nochmal abreißen. Ganz kurz. Kurz, habe ich gesagt. Ein paar Schienen nehmen und hinter verlegen. Perfekt. Und dann kommt hier über wieder ein Terminal. Perfekt. Oh, so schön. Nein, das ist falsche Richtung. Perfekt. Oh, schön. Jetzt hat das was laufen. Ah, oh, schön. Guck an. Er kann da hinfahren. Okay, dann wird natürlich noch. Vielleicht sollten wir da auch irgendeine der zwei Schienen erweitern. Dann werden natürlich auch die wieder. Wir versuchen das in Betrieb zu machen. So, weil dann
kann ich rein theoretisch das wirklich aufteilen. Okay, jetzt staut sich ein bisschen, aber das sollte sich bald lösen. Perfekt. Okay, warum staut... Oh, weil der Bahnhof bummvoll ist. Kacke! Und der ist auch fertig, oder was? Okay, ja, dann, was kann ich noch machen? Kann ich hier noch was machen, oder kann ich es jetzt rein theoretisch sogar abreißen? Straßen, dafür muss ich Steine erforschen. Nope, nichts zur Forschung. Wir reißen beide Gelände ab. Wir müssen... Ich will dafür ein eigenes Forschungsdepot haben, wo ein Zug sozusagen immer wieder alles abholt. Das wäre so meine Idee, aber wir brauchen nur mit den Laboren aktuell Platz. Kohlezeit schaut auch noch gut aus. Was wir jetzt hier machen müssten... Ja, ich muss ihn nochmal kurz retten. Entschuldigung. Die Lieferungen kommen schon bald. Ich muss nur überlegen, wie. Nehmen wir irgendwo einen Transporter, der wahrscheinlich mit... Ding läuft. Mit Platten. Das bist du, oder? Du fährst nach hier unten. Was ich noch nicht weiß, ist der Zug schon zu lang, weil der ist relativ groß. Oh, er passt gerade so rein. Also wenn wir einen zweiten halb machen. Halb dem, wie viel Waggons waren wir? Pausieren. Du hast 4 Waggons. Weil ich muss da auf die Länge achten, ansonsten ist alles vorbei. Ein Viererzug, okay. Kaufen. Der kriegt aber schon mal eine der neueren. Nicht für dieses Depot geeignet. Weißt du, wie geil es wäre, so einen zu finden schon? Oh, neu. Sind die neu? Das sind doch neue Hänger, oder? Also nee, das sind Schüttgut. Haha, das ist ja Schüttgut. So, wir brauchen... Das ist immer noch dasselbe. Schade, ich habe schon gehofft, das wäre neuer. 4 davon. Alle für die hier. So. Noch einen dafür. Und dann brauchen wir 4 von euch. 113 Meter lang. Ich glaube, das ist schon zu lang. Aber für den Anfang sollte es auch so reichen. So. Du gehst hier laden und hier entladen. Okay. Und let's go. Let's go, Mario. Aber Leute, wie der Zug ausschaut, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.